Also wie die meisten Bratschen, so denke ich, komme auch ich über die Geige, über das Geigenspiel. Und das habe ich schon in jüngsten Kinderjahren angefangen. Und als ich dann im Gymnasium war, hat der Leiter des Schulorchesters irgendwann gemeint, dass wir noch eine Bratsche bräuchten und ob ich das nicht machen könne. Und dann hat er mir eine Bratsche in die Hand gedrückt und dann saß ich in der Bratsche. Und das ist so eine Hassliebe mit der Bratsche, weil die Bratsche innerhalb der Streicherfamilie gerne die ist, oder gern das Instrument ist, das man so ein bisschen neckt und das man so ein bisschen, wo man sich ein bisschen lustig macht darüber, gibt es auch viele Bratscherwitze, aber ohne die Bratsche geht es auch nicht und deshalb habe ich auch über die ganzen Jahre hinweg immer weiter Bratsche gespielt. Einfach dieser volle, warme Ton, das ist schon schön. Ich mag die Musik, ich mache sie sehr gerne in allen Schattierungen, ob ich singe, ob ich musiziere, also im Instrument, oder ob ich dirigiere, weil die Musik nochmal einen ganz anderen Raum öffnet, den man über das gesprochene Wort so nicht hat, weil ich mich da sehr wohl fühle in der Musik, weil das auch meine Form des Ausdrucks ist, des künstlerischen Ausdrucks oder auch einfach der Freude. Die Musik, manchmal rührt sie mich zu Tränen, manchmal frustriert sie mich und wenn ich selber Musik mache, dann ist da auch viel Arbeit oder kann da auch viel Arbeit damit verbunden sein, was aber im Endeffekt schon immer sehr, sehr schöne Erlebnisse sind oder oftmals sehr, sehr schöne Erlebnisse sind. Also zum einen gefällt mir an der Querflöte die Vielseitigkeit am Instrument. Also ich habe mit ihr Blasmusik gemacht, klassische Musik, Kammermusik, dass man sie überall mit hinnehmen kann und dass sie sehr nah, wie soll ich sagen, an der körperlichen Stimmung ist. Also ich kann allein durch den Luftfluss am Mundstück sehr viel am Ton beeinflussen. Es ist sehr abhängig und man kann sich damit sehr, wie soll ich sagen, sehr deutlich artikulieren. Das kann man wahrscheinlich am Klavier und am Cello auch, aber ich habe so das Gefühl, bei der Flöte hängt es noch mehr mit der Atmung zusammen. Ich unterrichte auch Querflöte an einem Nachmittag im Musiknetz in Eichstätt. Für mich war am Anfang, als ich Querflöte spielte und als auch die Überlegung war, soll ich Musik studieren oder nicht, für mich unterrichten keine Option. Und jetzt finde ich es aber eine unglaubliche Bereicherung für mich, weil ich auch an den Schülern das Instrument immer neu kennenlerne, weil jeder Schüler anders ist. Für mich ist es wichtig, den Schülern Freude am Instrument mitzugeben, gerade auch wenn sie es als Pflichtinstrument am musischen Gymnasium haben, das einfach zu ergänzen, ihnen das zu zeigen, wie man Stimmungen mit der Querflöte ausleben kann und ihnen ganz klar zu machen, dass Musik nicht ein Aneinanderreihen von Noten ist, sondern dass man mit der Musik was erzählt, dass man Stimmungen rüberbringt, dass man sich einbringen kann. Das Klavichord ist zwar sehr leise und gerade das hat wieder einen eigenen Reiz. Es schärft das Gehör und man kann den Anschlag sehr gut schulen, weil es sehr diffizil ist. Man lernt wirklich das feine Spiel, das ausdrucksstarke Spiel. Denn bei diesem Instrument, im Unterschied zu allen anderen Tasteninstrumenten, können Sie nach dem Anschlag der Taste den Ton noch weiter beeinflussen. Sie können ein Vibrato spielen. Das kann auch der modernste Flügel nicht. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, habe dort auch die Priesterweihe empfangen, war 4 Jahre Kaplan in Basel, kam nach München, um zu promovieren und bin hängen geblieben. Das Klavichord war immer dabei, ja, von der Schweiz über München nach Eichstätt-Ingolstadt. Die Musik ist mein Begleiter lebenslang, so quasi mein zweites Standbein. Meine beste Erholung. Andere machen Sport, ich mache Musik.
Am Singen gefällt mir besonders gut, dass man das gut in Gemeinschaft machen kann. Deswegen bin ich auch im Domchor mit dabei, sodass man eigentlich immer in einer Beziehung zusammensteht beim Singen und die Freude an der Musik sich da im Singen einfach gut ausdrücken kann. Das Singen hat einen ganz interessanten Effekt auf mich, weil ich merke, wenn ich selber angespannt oder müde bin, dann ist meine Stimme zunächst auch angespannt und müde. Und das Schöne ist dann dabei, dass während ich singe, sich meine Stimme entspannt und nicht mehr müde ist, sondern eigentlich eher wach ist. Und ich selber dadurch aber auch wach bin und selber sehr entspannt werde. Und das Schöne ist, dass da so eine Wechselwirkung stattfindet zwischen dem Singen und zwischen meiner eigenen Befindlichkeit. Und ich denke auch, was das Besondere auch ist an der Literatur, die wir jetzt besonders auch im Domchor singen, dass das auch immer in einer Beziehung steht zu der eigenen Spiritualität auch. Also dass die Stücke, die wir dort singen, eigentlich immer auch einen Anklang finden im eigenen Inneren. Also das Singen in der Familie oder das Musizieren überhaupt in der Familie, das fand ich immer besonders schön, wenn tatsächlich auch die Großfamilie zusammengekommen ist, wenn wir zum Beispiel bei meiner Oma waren und dann auch die Onkel und Tanten mit dabei waren. Und dann irgendwann hat man sich dann einfach ums Klavier versammelt. Dann hat der eine mal angefangen zu spielen, dann kam der nächste dazu und hat sein Instrument ausgepackt. Das waren für mich eigentlich immer die schönsten Sonntagnachmittage so bei meiner Oma zusammen. Und jeder hat einfach das gemacht, was er gerade konnte, wozu er Lust hatte und wo man gemerkt hat, da kann man jetzt auch zusammen gut zusammenkommen im Musizieren.